Sind da leichte Warmblüter, die man für Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Ausreiten, Jagden, alles benutzen kann. Sind nervenstark, machen einfach Spaß. Also besonderes ist natürlich auch die Farbe. Es sind erwünscht sind Cremellos, Berlinos, Isabellen oder auch diese Buckskin, aufgehellte, braune. Erlaubt ist alles. Was an denen so toll ist, ist eigentlich auch dieses so ein bisschen Hingucker durch die Farbe, aber auch das, wie die sind. Die sind sehr menschenbezogen, sehr menschenorientiert. Wenn man sie, von Anfang dauert es vielleicht ein bisschen, aber wenn man sie einmal kriegt und für sich gewinnt, haben wir die eigentlich. Und mit unseren alle Pferde kann man wirklich vieles machen. Und wir haben auch zwei Exemplare, die man beim Reiten gesehen haben. Eine ist eher spritziger, eher für den Sport. Eine ist eher ruhiger. Also da muss immer jeder für sich das finden, was er braucht und was er sucht. Also die Zucht hat angefangen mit dem Oktavian Kinsky, das ist ein Graf in Tschechien gewesen, im Jahr 1838. Der hat die Rasse selber angefangen zum Züchten, eigentlich durch einen Zufall, weil der Jockey Club die Rasse oder die Farbe nicht eintragen wollte. Selber hat er angefangen, Zuchtbücher zu schreiben. Dann war es zeitlang auch tschechischer Warmblut und als eigene Rasse ist sie erst 2005 eingetragen und mittlerweile weltweit anerkannt. 100% Kinsky-Gene redet man immer, nicht vom Blut, sondern Kinsky-Gene, weil eigentlich die Gene sind von dem ursprünglichen Oktavian Kinsky, was der gezüchtet hat. Und das sind mittlerweile 25%, wenn es viel ist. Wir haben einige Tiere, die 18 haben, die schon 7 haben. Das ist schon sehr wenig. Also diese Rasse ist wirklich vom Aussterben bedroht.